Hallo, herzlich willkommen. Ein Tag schöner als der andere. Jetzt war ich mit dem Fahrrad unterwegs und wollte eigentlich draußen wieder ein Video machen, aber der Wind und das hört man dann in der Aufnahme. Jetzt habe ich das sein gelassen und bin direkt hierher gefahren. Ich habe so irgendwas, das mich gestupst hat, gestoßen, dass ich jetzt ein Channeling mache. Und ich selber lasse mich überraschen. Ich verbinde mich jetzt ganz mit der Mutter des Lichts. Und bevor ich mich mit der Mutter des Lichts verbinde, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich ein neuer Kurs und auch ein Zoom mit Sandra noch plane. Und am Montag ist noch karmische Verbindungen lösen, ein Zoom am Abend mit Erzengel Michael. Und ich schreibe das immer wieder auch bei der Community auf dem Kanal, also direkt auf, wenn du auf Selbstheilkraft-Kanal gehst, oben hat so ein Balken Community und dort schreibe ich auch immer wieder, wann was läuft. Genau, und das sieht man aber, glaube ich, nur, wenn man den Kanal abonniert hat, bin ich nicht ganz sicher. Und sonst manchmal, also meistens eigentlich auch unter dem Video, dass ich das einfach auch noch gesagt habe. Und jetzt verbinde ich mich ganz mit der Mutter des Lichts und du kannst dich auch ganz mit ihr verbinden. Mit ihrer Energie von Herz zu Herz. Und ich bekomme oder sehe so das Bild, wie sie ganz groß so die Arme ausweitet und ganz helles Licht zu uns strahlt. Und in ihrem Feld ganz lichtvolle Wesen. Und sie sagt, eine tiefe Verbindung zwischen uns besteht. Ich grüße dich von Herz zu Herz. Die reine Liebe, die reine Kraft, das Licht. Erkenne es in deinem innersten Kern. Und strahle es ganz weit aus. In Verbindung zu mir kannst du das Licht verstärken. Du erkennst die eigene Kraft, die eigene Liebe, dein eigenes Wesen immer mehr du hast ein ganz tiefes Wissen, das so wie raufkommt, nach oben kommt. Sie sagt, das Bewusstsein. Das Bewusstsein
wird auch wie heller oder klarer. Je mehr du dein Herz öffnest, je klarer wird das Bewusstsein, weil du die Energie ausweitest, weil du mehr Raum betrittst oder einnimmst. Und aus dieser Energie heraus erkennst du die Schöpfung aus einer anderen Sicht. Du erkennst dein Gegenüber mit deinem Herzen und du nimmst wahr, wie du selbst immer freier wirst, wie du deine eigene Energie klärst und wie du deine Klarheit und deine Energie vertrittst. Und immer weniger vom Außen, von äußeren Gegebenheiten eingenommen wirst, weil du selbst nicht mehr in dieser Energie stehst. Sie sagt, vertraue deiner einfühlsamen Art zu sein, dich nicht mehr wehren zu müssen, so das standhaft bleiben. Und das Wahrnehmen, das Beobachten und Erkennen. Und auch dies einfach anzunehmen. Und so stärkt sich die Energie in deinem Herzen immer mehr. Jetzt habe ich so das Bild, als würde sie so ein so Goldstaub zu uns pusten. Diese Energie geht direkt so wie ins dritte Auge durch die Energiezentren nach unten. Und sie sagt, die Energie, die dich noch mehr in diese Leichtigkeit bringt, die so alles durchdringt und alles, was noch so fest und so verknorzt ist, durchdringt und so auflöst. Der ganze physische Körper. Wird so von diesem goldenen, feinen Licht durchströmt
und auch alle Körper, deine ganze Aura oder dein ganzes Feld. Und sie sagt, so dass wie eine tiefe Entspannung entsteht. Oder so ein Durchatmen. Und dass dieses Feinstoffliche löst ebenso ganz so verhärtete Energien oder so. So kompakt nehme ich das wahr. Sie sagt, frei zu sein, heißt so, diese Energien sich zu bewahren, sich immer wieder in diese Tiefe einzulassen. Und dies auch mit in den Alltag mitnehmen. Oder so, ja, in dieser Energie zu bleiben. Und jetzt geht sie einen Schritt zurück und ich bedanke mich. Sie verneigt sich, bedankt sich. Ich bedanke mich auch bei dir. Sehr schön. War eine sehr schöne Energie für mich. Ich hoffe für dich auch. Und wünsche dir jetzt ein ganz schönes Wochenende. Und bis bald. Ciao.